Hallihallo Leute und willkommen zurück zu Demetrius, The Big Cynical Adventure und willkommen zurück, Maître Mater. Ja, hallo auch. Ja, wir hatten zuletzt vor, uns um das Rezept zu kümmern. Oh, das ist hier oben in der Leiste, genau. Und da fehlen uns noch Honig und Eier, die wir organisieren müssen. Wir hatten auch für die Polizeiverkleidung schon einiges bekommen, wie zum Beispiel von diesem Besen, das als Haare. Was witzig ist, dass wir da zufällig drauf gestoßen sind. Die Polizeimarke und Polizeiuniform haben wir. Es fehlen aber noch zwei weitere Teile. Was könnte denn da noch fehlen für eine Polizeiuniform? Überlege ich gerade, eine Hose? Oder ist es schon die ganze Uniform? Ja, die Uniform heißt ja Jacke und Hose. Wir brauchen noch eine Waffe auf jeden Fall, ne? Den kriegen wir von den Chinesen. Eine Waffe und, keine Ahnung, was man da noch bräuchte, um sich auszuweisen, dass wir Polizist sind. Vielleicht irgendwelche... Ausweis. Die Marke haben wir ja auch, also... Ach ja. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht, vielleicht, wir müssen uns ja auch so verkleiden, wie er aussieht. Schnippel. Vielleicht fehlt uns ja noch irgendwas zum Schnurrbart oder so, weißt du? Das, oder irgendwas, was so aussieht wie er. Ich weiß es nicht. Beweise, ja, da fehlt uns noch das Tonbandgerät. Das bekommen wir halt, wie gesagt, von der Sandra. Wo geht's denn jetzt nochmal hin? Also gehen wir doch mal hier hin, um zum Honig zu kommen. Ja. Oder wir gehen halt zu den Eiern, aber das war bei Hektors Haus hier. Hier, die sind da, das sind die Eier. Genau, wir müssen nochmal zu dem Rotzgehör und ihr das richtige Kuscheltier geben, so, damit sie die Eier da hochholt. Das war wir haben hier ja nur den abgerissenen Kopf gegeben. Okay. Hey, achso, nee, du bist ja Björn. Hey, Herzchen. Wie hast du mich gerade genannt? Verstehst du keine Ironie? Wie auch immer, ich brauche deine Hilfe. Siehst du diesen Eisverkäufer da? Der dumme Typ, der furchtbares Eis verkauft. Genau. Könntest du für eine Abdeckung sorgen? Wozu? Ja. Tu es einfach und ich gebe dir deinen Tennisball, versprochen. Wenn es um einen Tennisball geht, okay, Opa. Ich gehe also einfach hin und lenke ihn für eine Minute ab, ja? Ja, wunderbar. Zu einfach. Ich bin eine Expertin darin. Dann zeig mal. Hey, kleines Mädchen, was ist los? Es geht um meine Mama. Ich habe mich umgedreht und jetzt sehe ich sie nicht mehr. Oh, du hast deine Mama verloren. Ja. Oh, sicher ist sie hier vermutlich irgendwo. Komm schon, ich finde sie für dich. Da, danke, Monsieur. Sag mir einfach, wo du sie das letzte Mal gesehen hast, okay? Genau da! Großer Dummkopf. So. Ja, sie ist ein Naturtalent. Wie auch immer, Zeit zum Handeln. Okay, wir können ja hier überall jetzt ran. Toll, wenigstens einmal etwas aus Frankreich. Kaffeebecher, der ist viel zu klein, ich könnte darin nichts aufbewahren. Naja, nimm mal den Tennisball. Ich dachte halt... Genau. Okay, jetzt fährt das Ding weg. Ich dachte, vielleicht vom Wagen nochmal irgendwas nehmen wäre vielleicht... Okay, das, Ups. Oh, keine große Sache. Ich hab den mal. Yay, wir haben den Tennisball. Jetzt muss ich zu Caroline. Oh, sie kommt schon zurück, ohne den Verkäufer. Gut, das hat sie gut gemacht. Wow, das ging schnell. Ich habe es dir gesagt, ich bin eine Expertin. Er sucht bestimmt immer noch so zurückgeblieben. Und jedenfalls hat es funktioniert. Hier ist er. Toll, ein echter Tennisball. Was soll das Loch da drin? Das ist nur... Ist mir egal, ich habe endlich einen Tennisball. Juhu! Gut, sehr gut. Aber jetzt... Jetzt was? Zisch ab, Opa. Hey, du hast gesagt, du würdest mir die Eier holen, wenn ich dir den Tennisball hole. Habe ich das? Ja, ach so. Oh, ich sollte manchmal wirklich mein Mundwerk halten. Diese verflixten Eier, wo sind die? Die gibt's in der nächsten Straße da hinten. Siehst du? Okay, warte hier. Als ob ich eine Wahl hätte. Cool. Hier, nimm die dreckigen Eier. Ja, yeah, gute Arbeit. Du bist nicht neugierig, was ich mit denen machen werde? Nein. Na, nun, deine Mama wird mir ein wundervolles Essen damit kochen. Mit Vogeleiern? Ist das dein Ernst?
Und du wirst es essen müssen, sonst wird deine Mama wütend. Kotzwirk, komm nicht in Frage. Ich werde lieber angeschnauzt, als eine Lebensmittelvergiftung zu bekommen. Ah, du übertreibst. Okay. Okay, ich glaube, wir haben ja jetzt die Eier. Wo ist denn das Rezept da? Eier haben wir, ja. Rum haben wir, Pilze haben wir, fehlt nur noch der Honig. Ja, das könnte jetzt, glaube ich, etwas knifflig werden. Ich bin mir nämlich noch überhaupt nicht sicher, wie wir da an die Bienen, in den Bienenstock kommen. Vielleicht sagt er da was. Interessant, da muss Honig drin sein. Autsch, ich kann meine Hand nicht reinstecken, verflixte Bienen. Ja, was haben wir denn mal? Vielleicht das leere Gefäß oder so? Vielleicht können wir da die anlocken und Deckel drauf oder so? Ja. Okay. Honig in das Gefäß füllen, brillante Idee. Ich stecke einfach meine Hand in den Bienenstock und... Ah, lasst mich gehen, lasst mich. Ich bin allergisch gegen Bienenstiche. Oh nein. Tod. Scheiße. Das war also nicht die richtige Idee. Hier liegt Björn Dorn, ein cleverer Typ, der Honig mit bloßen Händen aus einem Bienenstock geholt hat, anstatt zum Supermarkt zu gehen. All die Mühen für eine eklige Suppe. Game over. Ja. Na schön. Also, was könnten wir denn alternativ tun? Vielleicht das Feuerzeug nehmen, das Ding abfackeln. Habe ich auch gerade gedacht. Es würde mir nichts ausmachen, das ganze Ding abzubrennen, aber was ist mit dem Honig? Ich hasse gekochten Honig. Suche mir besser etwas anderes zum Verbrennen, um die Bienen zu verjagen. Ah, okay, aber der Gedanke ist anscheinend gut. Mhm. Vielleicht das Schilf? Oh. Ja, und was zum Teufel machst du denn? Siehst du das nicht? Ich verbrenne Schilf. Das sehe ich. Ich will nur wissen, was das bringt. Ja, ich versuche, die Bienen aus ihrem Stock zu vertreiben. Warum? Bah, um an den Honig zu kommen, natürlich. Ah, weißt du, es gibt viele Wege, an Honig zu kommen. Du könntest zum Beispiel das tun, was du gerade machst, oder du könntest ihn einfach im Laden kaufen. Würde ich aber. Dieser Dieb hat mein Geld gestohlen. Und mir ist nicht danach, in einen Laden zu rennen. In Ordnung, aber du könntest gerade ein Feuer gelegt haben. Keine Sorge, ich habe es unter Kontrolle. Okay. Tut mir leid, kleine Pflanzen, aber ich musste euch opfern. Ja. Ja, dann und jetzt zu den Bienen. Jawohl. Kann er das jetzt dann bitte nehmen? Exzellente Idee. Es sollte nicht allzu schwer sein, jetzt wo die Bienen weg sind. Ich habe das schon 100 Mal bei meinem Onkel gesehen. Oh. Scheint, als wären nicht alle Bienen davongekommen. Überall sind kleine Leichen. Naja, es wäre zu aufwendig, die Insekten vom Nektar zu trennen. Also, ich nehme einfach alles mit. Oh Gott. Jetzt hat er den Honig mit den toten Bienen da drin. Das ist echt ekelhaft. Und dann einfach Honig drüber. So. Ja, ich schätze mal, der Sandra wird das auch nicht allzu sehr auffallen. So, ein 100% natürlicher Honig. Schön, dann haben wir jetzt alles. Was ist jetzt mit dem... verbrannten Ding. Niemand stellt sich mir in den Weg. Pflanzen eingeschlossen. Ich wette, wenn wir wiederkommen, ist hier alles abgefackelt oder so. Weil er meint, er hat alles nur getrollt und jetzt geht er einfach weg. Guck mal, da liegt noch ein Keks am Strauch unten rechts. Keks, Keks, Keks. Oh, du hast recht. Lecker, der Keks hat wohl Honiggeschmack. Yay, du bist gut. Ich glaube, das war auch der dritte Keks, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Ja, gut, da kommt das Schiff wieder und kracht gleich gegen die Insel. Wir gehen aber zurück nach Hause zu Sandra, die Gute. Und bekommt das Tonbandgerät hoffentlich. Sie sollen ja klingeln und nicht klopfen. Machen wir natürlich. Na, ist da die Caroline? Was ist los? So, das Rezept natürlich. Ja, ich habe all deine fehlenden Zutaten gefunden. Damit kannst du deine Suppe kochen und musst dich nicht mehr von Nudeln und Kartoffeln ernähren. Das ist wunderbar. Und wegen dem Tonbandgerät? Ach ja, nach sorgfältiger Suche habe ich es endlich gefunden. Ach, ja klar, ich bin mir sicher, sie hat es von Anfang an. Hier ist es. Sei vorsichtig, das ist kein Spielzeug. Mach es nicht kaputt. Klar, ist wohl eher eine Antiquität. Diese Monstrosität lässt sich bestimmt super unter meinen Klamotten verstecken. Keine Sorge, ich passe gut darauf auf. Würdest du gern bleiben, während ich das Abendessen mache? Nein, ich habe noch ein paar Dinge zu erledigen. Ich komme später wieder. Wie du willst. Ja, reden wir dann nochmal über... Ach, wir reden nochmal über Caroline.
Es ist schwierig, ein Kind allein großzuziehen, weißt du? Vielleicht solltest du dir jemanden suchen, mit dem du zusammenziehen kannst. Ja, aber wer? Du? Nein, natürlich nicht. Ich meine, ich bin in dieser Unterhaltung besser. Bis dann. Komm nicht zu spät zum Abendessen. Oh Gott, sie steht voll auf ihn und er, komischerweise gar nicht mal so auf sie. So, wir haben das Tonbandgerät, glaube ich, ich hoffe. Ja, da ist es, das Aufnahmegerät. Ich will mal wissen, was er dazu sagt. Huch, sagst du da was zu? Ich hatte mal so eins, als ich klein war. Hoffen wir, dass das Band nicht reißt, während ich aufnehme. Ja, aber was, jetzt müssen wir damit, was mache ich jetzt damit? Gehe ich damit zum Polizeidingsbums oder wie? Nee, wir gehen nochmal zu Hector. Mit dem Tonbandgerät. Genau. Und um seine Stimme. Ja. Seine Stimme auf, ja, seine Reaktion aufzunehmen oder unser Kumpel. Ja. Der irgendwie nach meiner Idee auch irgendwie Dreck am Stecken hat. Kann mich aber ja. Aber wir, warte mal, wir haben doch aber. Ich denke da manchmal auch etwas zu kompliziert in dem Spiel. Okay. Uns fehlen ja aber noch zwei Sachen. Also ich glaube nicht, dass wir das dann jetzt schon benutzen sollten. Also wir sollten uns vielleicht, ja, ich weiß nicht, ein paar Beweise, ein visueller Beweis. Ein visueller Beweis, den haben wir hier mit dem Foto. Eine Aufnahme und Fingerabdruck. Also die Beweise haben wir zwar noch nicht benutzt, sodass wir damit noch nicht zur Polizei können, aber wir müssen ja, damit wir mit ihm reden können, halt komplett uniformiert sein, sonst nimmt er uns das ja nicht ab. Ja, und sein Geständnis aufzeichnen, so wird das so ja, sein. Ja, danach. Aber erstmal müssen wir alles haben für uns, dass wir wirklich so aussehen wie er. Und was fehlt uns denn da noch? Was könnte uns da denn noch fehlen? Ja, die Waffe von dem Asiaten. Oh Gott, ich hab geklopft. Hab ich geklopft? Nein. Lüftung? Ja. Können wir hier bei der... Ich halte besser Abstand, sonst hole ich mir noch irgendeine exotische Krankheit oder eine gewöhnliche. ja, die Eier sind dann nicht mehr. Können wir bei der Post noch was machen? Kann der Postbote nicht lesen? Da steht ganz klar, bitte keine Post auf dem Briefkasten. Fassbar, dass Angestellte im öffentlichen Dienst solche Fehler machen. Postbote sollte gefeuert werden. Vielleicht können wir da mit der Post noch was machen oder hier mit dem Gartenzwerg. Es gibt ja hier so viele Sachen noch, auch mit dem Kabel. Vielleicht, dass man da vorher irgendwas noch macht oder so. Aber was hat das mit der Uniform zu tun? Das ist irgendwie, weiß ich. Nimm mal die Schere und schneid das Kabel durch. Eine Sekunde lang habe ich es in Betracht gezogen, am Kabel hochzuklettern, um die Eier zu holen. Dann habe ich gemerkt, dass das Kabel nur 5 mm dick ist. Aber du sollst es durchschneiden. Hä? Er will das gar nicht durchschneiden. Er will ihn auch nicht beschädigen, den Gartenzwerg. Und irgendwie mit dem Kabel. Komisch, das hätte ja wer... Vielleicht kommt das ja noch, wenn man mit ihm geredet hat oder so. Können wir das hier anfackeln? Ich will sein Leben zerstören und ihm keine Geschenke machen. Vielleicht die Haustür wegbrennen. Ja, ich weiß nicht. Und die vor den Briefkasten legen? Nee. Wo haben wir denn noch nicht alles abgegrast? Lass uns mal schauen, dass wir die Waffe bekommen. Und wir müssen doch hier genau. bei dem Dings noch, hier, er wartet ja auch noch. Er wartet voll lang. Da kriegen wir die Waffe. Endlich, warum haben sie so lange gebraucht? Ich dachte, sie hätten mich vergessen. Haben wir auch. Wäre ich? Nee, ich vergesse nie einen Kunden. Die waren 5 Tage weg. Bitte lassen Sie mich nicht länger warten. 5 Tage im Laden, ne? Ey, ist klar. Ja, was wollte er? Er wollte diese besondere Dingsgeschichte und wir müssen die Katze vertreiben. Das ist noch unsere nächste Aufgabe. Wie kriegen wir die Katze da weg? Vom Besen haben wir ja den... Willen. Den die Perücke. Wie kriegen wir die Katze da weg? Dose Ravioli aufmachen mit der Schere. Kann man das verbinden? Nee, sie will sie ja gar nicht. Hatten wir schon. Kann keine Tierquälerei begehen, zumindest in den Öffnen. Also er will das ihr ja gar nicht geben, was ich komisch finde, weil genau dafür wäre es ja praktisch. Geh schon auf, du böse Dose. Naja, damit auf jeden Fall nicht. Die Maus fand die Katze ja auch zu langweilig. Nee. Pissi. Vielleicht mit irgendwie, ich weiß nicht, aber
würde er das ja hier benutzen. Die Sachen vom Jahrmarkt. Der Katzenkopf, vielleicht können wir damit was machen. Wer weiß, ob das schon so hergestellt wurde oder ob der Kopf von einem größeren Plüschtier abgerissen wurde. Vielleicht können wir das... Nee, er will das ja gar nicht auch... Wir können das nicht kombinieren. Wir haben einen Katzenkopf, wir haben einen Schwanz. Ich denke mal, er kann das ja nicht. Habe ich doch gerade gesagt, er kann das ja nicht kombinieren. Die Sachen. Ja, vielleicht finden wir ja irgendwo einen Katzentorso oder so. Ja, es fehlt auch noch eine Sache hier, ne? Ja, das heißt, wir müssen halt Schwanz, zum Jahrmarkt. Katzenkopf und dann können wir bestimmt die Katze verarschen. Nee, schon wieder. Sie gehen schon wieder? Was für ein Verkäufer sind Sie? Ja, tut mir leid, bitte rühren Sie sich nicht von der Stelle. Und wieder weg. So, dann nochmal zum Jahrmarkt. Was fehlt uns denn da noch? Zeit verschwenden? Ja, wollen wir. Oh ja. Weil ich wissen will, ob da irgendwo der Körper liegt in dem Ding, wo angeblich nichts ganz ist. Ganz viel nichts drin. Und wenn wir hier eine Münze... Da ist ja nichts mehr drin. Ich werfe jetzt mal eine Münze aus Spaß rein. Mhm. Um einfach mal nichts zu greifen. So aus Spaß halt. Ja, mach mal. Als Zeitvertreib. Wir verschwenden ja Zeit. Hier ist nirgends. Also es ist überall dasselbe Bild, obwohl ich jetzt bei allen drei Greifern war. Aber irgendwo muss doch ein Körper sein. Das ist doch komisch. Ja, ich weiß nicht, ob wir den da unbedingt finden. Der Jahrmarkt ist ja ein bisschen größer. Lass uns mal weiter umschauen. Ja. Vielleicht haben wir irgendwo noch nicht geguckt. Es ist verschlossen. Können wir das irgendwie aufmachen hier? Oder kriegen wir einen Schlüssel irgendwo für den Laster? Vielleicht ist da drinne dann der Körper, dass wir in den Laster einmal reinkommen. Und den Punching-Ball-Kram könnten wir auch nochmal machen. Muss ich wirklich? Ich war nie gut darin. Na klar, nochmal. Vielleicht sollte ich es mit meinem Kopf versuchen. Unbedingt. Ja, das hat gar nicht so sehr wehgetan. Ah, oh, mein Kopf, ich kann nicht mehr denken, ich bin jetzt ein Idiot. Wie auch immer, das hat nicht funktioniert. Ja, jedenfalls soll ja auch wehtun. Aber auch doof manchmal. Bestimmt gibt es hier auch noch einen Keks, den wir noch nicht gefunden haben überall. Vielleicht hier am... Tja. Ja, dann gehen wir nochmal dahin zu ihm hier schon wieder. Wo könnte ein Katzenkörper sein? Mir fehlt auch noch eine Trophäe. Ich weiß nicht, ob wir die kriegen, wenn wir hier den 10.000er knacken. Ja, wir wollen ja immer das Rad drehen. Also wenn wir schon mal hier sind, dann drehen wir noch mal eine Runde, Leute. Denn wir wollen die 10.000 ja... Drei Versuche. Okay, wir machen es dreimal, wenn wir schon mal hier sind. So, schade. So, ein zweites Mal. Immer auf dem Jahrmarkt die 10.000er versuchen. Oh, das hätte ein bisschen ein Stückchen mehr und dann kriegen wir einen Kuss von ihm. Warum alles in der Welt? Ach nee, du bist das ja immer. Was um alles in der Welt? Ich geht. Na klar. Ein letztes Mal. Oh, 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 oh. Yay, wir haben sie. Wow. Nein, nein, oh, das war fies von ihm. Das hat er mit Absicht gedreht. Genau. Macker, gut, dass wir die Waffe noch nicht haben, sonst wärst du ein Kopf kürzer. Ey, was ist gerade passiert? Sie haben eine Münze gewonnen. Das ist nicht fair, ich hätte einen Haufen Münzen gewinnen sollen. Nein, hätten sie nicht. Hätte ich doch. Pff. Ey, das waren die 10.000 nämlich. Ja. Das hätten wir jetzt nämlich geschafft, zufälligerweise. Hat er gedreht, manipuliert. Ich will wissen, wenn man... Naja, das ist ja der Zufall. Ich weiß ja immer gar nicht, wann man es schafft. Voll doof. Ja, da habe ich keinen Bock drauf. Also wir hätten jetzt die 10.000 eigentlich bekommen, weil ich will nämlich unbedingt wissen, was in der blöden Tüte ist. Ach, kommen Sie schon. Sagen Sie mir, was in der Tasche ist. Preise und Überraschungen. Ich habe eine Schere. Vielleicht können wir... Mädchen, ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht können wir da irgendwie mal ran. Nicht meine Tasche anfassen. Von der Agro-Typ. Weiß ich nicht, was wir... Vielleicht können wir den irgendwie auch mal ablenken oder so. Aber ich glaube nicht.
Nicht in dem Fall. Ja, so eine Dose Ravioli an Kopf würde ihn ablenken. Mhm. Voll fies. Da ist der Teddybär, eine Puppe. Den können wir doch zerschnipseln, Katzenkopf dran machen. Ich nehme keinen Klon von meinem Teddy mit. Ich habe Angst, dass er mich anpinkelt. Oder war es andersrum? Was können wir denn mal machen, damit man an die Tüte kommt? Und ich glaube, bestimmt ist in der Tüte der Körper von der Katze. Mhm. Als Überraschung, weißt du? Und dann kriegst du das. Die Frage ist, wie, weil er will ja, wie, ja, wir müssen 100 Münzen einlösen. Dann müssen wir halt mehrmals das jetzt so lange spielen, bis wir 100 haben. Und das können wir ja am schnellsten, die 100 hinkriegen, indem wir einfach nochmal hier so einen Kram spielen. Worauf hast du denn mal Lust? Ja. Mini-Pferde? Ja, was am meisten bringt. Das sind die Pferde, ne? Die Würmer sind ja. Ja, dann wollen wir nochmal Pferderennen spielen. Dann spam mal die Taste. Okay. Dein Mähtrepferd. Ja, toll. Das war's. Ja. Schön. Nochmal. Achso, er will das Pferd. Wie lange dauert das für gewöhnlich? Wo soll ich das so? Du bist. Ich bin es. Ja. Okay, woher soll ich das wissen? Sie schlafen noch. Manche schlafen monatelang. Ach nee, du. Ja, stimmt. Jetzt komme ich ganz durcheinander. Du bist ja Björn. Sind Sie sicher, dass Sie nur schlafen? Jetzt, wo Sie es erwähnen, es riecht ziemlich komisch, wo ich sie alle aufgehäuft habe. Also das Pferd ist halt, hat schlapp gemacht, habe ich gerade gelesen gehabt. Und hat sich halt gefragt, ob er das halt irgendwie wieder aufgepäppelt kriegt. Ha, na gut. Darf ich bitte Pferderennen spielen? Hier sind 5 Münzen. Oh, danke, das sind sehr schöne Münzen. Wissen Sie, wo sie sind? Nee, das hatten wir schon. Also wir brauchen ein neues Pferd. Gibst du ihm einen Namen? Pferd. Einfach nur Pferd. Pferd. Nein, einen richtigen Namen. Und, wie nennt man Pferd? Mm. Ich habe keine Ahnung, wie Pferde heißen. Betsy oder Napoleon. Wir nennen das Pferd Ronja. Ronja. Typischer Pferd. Genau. Oh, bin ich nicht gleich drauf gekommen. Los, Ronja! Oh, Mann, ich weiß nicht warum. Man läuft nicht ja, so. Du musst nur auf den linken Balken bei Ronja auf den Namen schauen, nur den Balken beachten. Dann hab ich doch. Hab ich doch. Ich lasse ja dann, sobald es rot wurde, habe ich ja losgelassen. Von daher, aber trotzdem macht es schlapp. So. Ist noch nicht aufgewacht, das Pferd. So, dann nochmal das Ganze, bis wir. Jetzt haben wir noch 35 Münzen, das ist echt scheiße. So, diesmal. Pferd. Das heißt Pferd, hier heißt das Pferd. Pferdi. Ferdi. Galoppeltaul. Jawoll. Ich war vorsichtig. Erster Platz. Wow, gute Arbeit. Wussten Sie, dass nur einer von 10 den ersten Platz macht? Ich schreibe die Ergebnisse auf ein Papier. Also 40 Münzen und zack, haben wir nämlich mehr. Und das machen wir jetzt nochmal. Ja. Mit Ferdi. Ferdi ist dabei. Ferdi, da haben wir Glück mit. Kopf an Kopf rennen und. Ja, erster Platz. Cool. Nochmal 40 Münzen. Und da haben wir auch schon eine Errungenschaft für bekommen. Für, weiß ich nicht, wahrscheinlich, weil wir mehrere Male das hier geschafft haben oder so. 105 Münzen. Jawohl. So schnell geht das. Oh, ich wollte gar nicht gehen. Lassen Sie mal den Müll plündern. Dann kann er uns jetzt mal, der Typ. Willkommen! Welchen Preis möchten Sie? Jetzt wollen wir die 100 Münzen einlösen. Ich will das Geheimnis. Oh, in diesem Fall kommen Sie bitte näher. Ich verstehe. Sie flüstern es mir ins Ohr, was? Ja, es ist für jeden ein Geheimnis. Ja, Markt, ein Geheimnis erhalten. Was denken Sie? Das wird meine ganze Wahrnehmung der Menschheit verändern.
Deshalb muss es ein Geheimnis bleiben. Was war das denn jetzt? Einen schönen Tag. Okay, ich will wissen, was in der Tüte ist. Ja, dann lass uns doch mal gucken, ob wir das Geheimnis im Inventar haben. Ja. Oh, ja. Ja, hier, Geheimnis. Ich kann immer noch nicht glauben, dass... Hey, halt dir die Ohren zu, es ist dein Geheimnis. Okay. Ja, dann... Es ist das Geheimnis. Wir haben das Geheimnis bekommen. Wofür bekomme ich aber denn noch eine... Warte mal, Tellerschießen, Wurmrennen, Pferderennen? Ach so, ich brauche noch eine Trophäe fürs Tierschießen. Das werde ich aber offline machen, weil ich will jetzt erstmal wissen, wie wir in die Tüte kommen. Oder kriegt man die Tüte... Oder ist das einfach tatsächlich nur eine Tüte? Man kriegt da... Wie komme ich an diese Preise? Tauschen Sie Ihre Münzen ein. Ach so, die hat er einfach nur so da stehen oder was? Münzen einlösen. Ist da jetzt was Neues noch? Nö, ich mache jetzt die 5 Münzen für eine Münze. Mal gucken, was dann passiert. Ich hätte gerne eine Münze. 5 Münzen, bitte. So, jetzt habe ich eine für 5 bekommen. Ist diese Münze etwas Besonderes oder so? Nein, es ist bloß eine gewöhnliche Münze. Aha. Sie haben mich also abgezogen? Ja. Na toll. Schönen Tag. Mhm. Aber ja, die Tüte, das sind dann die angeblichen Überraschungen. Ich hätte ja gerne noch den Katzenkörper. Ich frage mich, haben wir irgendwie Geschenke bekommen für diese hier an diesem Petshoot-Stand und so oder nicht? Also, weil vielleicht kriegt man ja noch dafür irgendwie einen Körper. Oder du hast recht, man muss sich einen basteln. Oder man muss in den Laster reinkommen und da drinnen in dem Greifarm-Ding ist dann der Körper, weil letztendlich war der Schwanz ja da, der Kopf war da, der Schwanz war da und es könnte ja sein, dass im ersten, wo nichts ist, oder in dem Laster der Körper halt ist. Würde ja Sinn machen. Habe ich erwähnt, dass ich keinen Führerschein habe? Ja, also dass wir da vielleicht irgendwie nochmal einbrechen oder so. Ich könnte das Fenster einschlagen, wenn die Budenbesitzer mir nicht zusehen würden. Vielleicht will er da ja tatsächlich reinkommen, aber das erfahren wir im nächsten Part von Demetrius. Es war eine nette, lustige Aufnahme, aber wir müssen noch etwas weiter austüfteln. Ist hier ein Keks? Ich habe einen Keks gefunden noch. Hey. Hier liegt ein Keks im Gras. Hoffentlich sind nicht so viele Leute draufgetreten. Juhu, ich habe ihn noch gefunden. Ja, dann... Schöner Abschluss. Genau, dann... Bis zum nächsten Keks suchen im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis dann. Bis dann. Tschüss.